Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar diesmal haben wir von Shakun das Skilla SGH50 Stereo Headset. Das hat Shakun mir rübergeschickt und hat gesagt, ey, wenn du Bock hast, ein Review zu machen, dann mach eins, wenn nicht, dann nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, eins zu machen, weil ich das wirklich ziemlich gut finde, vor allen Dingen für den Preispunkt. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich mache da jetzt kein sonderliches Unboxing draus, da ist einfach nur das Headset drin mit noch ein paar Kabeln und so weiter, da gehen wir jetzt auch drauf ein, weil ich habe es natürlich auch schon benutzt, um es zu testen, deswegen ist hier und da auch ein bisschen Staub dran, wundert euch nicht. Kommen wir erstmal zum Design, das ist ein schlichtes schwarzes Headset mit Metallbügeln, hier vorne habt ihr das Shakun-Logo, so ein Chromrahmen drumherum, hier unten habt ihr den Anschluss für das Mikrofon, hier kann das Kabel reinkommen, das ist also alles sehr modular. Wenn ihr also an dem Kabel, sag ich mal, irgendwie was kaputt macht, wenn ihr drüber fahrt oder so, könnt ihr es auf jeden Fall tauschen. Stinknormaler Klinkenstecker, auch wenn ihr das Mikrofon mal abreißt, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr es auf jeden Fall tauschen, was ich schon mal ganz geil finde. Ich kann das jetzt hier nicht so stark eindrehen, aber diese Ohrmuscheln, das ist so eine Art Kunstleder. Das ist nicht so ein Memory Foam wie zum Beispiel bei den Headsets, die ich sonst mir so angeschaut habe, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr weich. Ich meine, ihr seht es ja. Die sind auch sehr groß, die messen wir jetzt auch mal eben ab. Viele interessiert nämlich auch mal die Größe dieser Ohrmuscheln. Was den Außendurchmesser angeht, haben wir 11 cm, der Innendurchmesser sind circa 5,5 cm, das reicht aber ganz dicke für die meisten Ohren, ich weiß nicht, wer größere Ohren hat. Das Coole hierbei ist, was ich direkt am Anfang gesehen habe, das hier stellt sich automatisch ein. Ihr seht, das fährt hier vorne, oder beziehungsweise da drin irgendwie raus, da ist irgendwie eine Feder drin und das passt sich quasi jedem Kopf an, ist auch sehr leicht. Also ist jetzt nicht, dass man da irgendwie eine Druckstelle auf den Kopf kriegt, aber ist auf jeden Fall cool gemacht, geht auch auf beiden Seiten rein und raus, entweder nur einseitig oder eben hier oder beidseitig. Das habe ich bisher bei keinem Headset so gesehen, dass die sich so einstellen lassen. Normalerweise schiebt man ja eine Seite von Hand dann runter und dann bleibt die so. Hier ist das wirklich immer sehr dynamisch. Was ich ein bisschen schade finde, und das habe ich auch bei anderen Headsets schon gesagt, diese außenliegenden Kabel. Ich weiß nicht, was das soll. Klar, es muss irgendwo flexibel sein. Man sieht es ja hier, ne? Dass das hier sich so rein und raus schieben kann. Aber sagen wir jetzt mal, ihr habt irgendwie kurz Stress, da klingelt der Postbote oder was, es ist ja ein kabelgebundenes Headset und ihr wollt es schnell absetzen, geht hier aus Versehen mit dem Finger rein, dann reißt ihr vielleicht das Kabel irgendwie ab. Ich meine, klar, das wird hier unten noch gehalten, aber das finde ich nicht so geil. Ich fände das besser, wenn das vielleicht mit einer kleinen Feder oder so innen drin reingelegt werden würde, dann hat man da diese Gefahr auf jeden Fall nicht. Auch wenn ihr das jetzt absetzt, dass die sich da irgendwie einklemmen auf der Tischkante oder so, das finde ich leider ein bisschen schade. Was ich aber cool finde, ist halt einfach das Design. Einfach hier Shakun-Logo drauf, hier vorne noch als Gummischriftzug, so leicht gummiert. Das ist völlig okay. Dieser Chromrahmen habe ich ja eben schon angesprochen. Das ist übrigens Metall. Man hört es vielleicht. Das hier oben ist auch alles Metall. Einziger Kunststoffbereich ist das hier und das ist auch kein normaler glatter Kunststoff, sondern dieses Gummierte. Ihr kennt das vielleicht, dass man da ein bisschen mehr Grip hat. Auf jeden Fall cool ist die Geschichte mit dem Mikrofon. Das sieht so aus. Da habt ihr dann einfach dieses Mikro. Das ist sehr flexibel. Das ist so ein Schwanenhals. Und das könnt ihr dann einfach hier unten anbringen bei dem Headset. Ihr seht auch, das wird auch hier vorne gehalten durch so einen, ja, so einen Vierkant. Der kommt dann passend da rein. Und dann ist das auch fest. Also ihr könnt das ganze Headset auch daran aufheben. Das ist überhaupt kein Thema. Das hält auf jeden Fall. Das fällt jetzt nicht einfach raus oder so. Ihr könnt es aber relativ easy dann wieder rausnehmen, wenn ihr das möchtet. Ich lasse es jetzt erstmal drin. Was grundlegend mit dabei ist, ist dieses Kabel. Das hat eine Länge von 110 cm. Das reicht vielleicht, wenn der PC direkt neben euch steht. Ansonsten nehmt ihr halt einfach die Verlängerung, die dabei ist, was ich schon mal cool finde. Ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt Hersteller, die legen keine Kabelverlängerung bei. Und wenn das jetzt hier, wie in dem Fall, nur 110 cm sind, wäre das natürlich ein bisschen blöd. An dem Teil selber könnt ihr noch die Lautstärke hier vorne mit so einem Rädchen einstellen. Hier habt ihr diesen Mute-Knopf fürs Mikrofon. Ich habe in den letzten Kommentaren einfach gelesen, dass viele das gerne am Headset direkt hätten. Ich finde so eigentlich ganz okay. Das ist sowas, woran ich mich auch gewöhnt habe. Ich habe nämlich auch ein Headset, was das einfach extern hat. Aber viele hätten das halt gerne am Headset direkt. Ist natürlich auch eine Designfrage. Will man da jetzt viele Knöpfe haben oder will man das irgendwie auf das Kabel verlegen? Dann haben wir hier noch eine Kabelverlängerung, die habe ich jetzt nicht benutzt, weil ich einfach meinen PC direkt neben mir stehen habe. Das hat eine Länge von 150 cm, das reicht auf jeden Fall aus, um das irgendwie hinter den Tisch zu werfen, dann nach vorne zu führen, falls der PC jetzt unterm Tisch steht. Oder eben vorne an den PC dran, wenn er jetzt seitlich steht oder hinten. Also das ist auf jeden Fall lang genug, sind vergoldete Stecker. Das passt übrigens auch für Xbox Series S, Series X, PlayStation 4, PlayStation 5. Also ihr könnt das überall anschließen. Da ist das kurze Kabel natürlich cool, wenn ihr es direkt am Controller anschließt. Das längere nehmt ihr dann eben für den PC. Was auch noch mit dabei ist, ist dieser Splitter. Wird bei den meisten PCs auch benötigt. Ihr habt ja meistens getrennt Kopfhörer und Mikrofon, sage ich ja ständig in meinen Videos. Da braucht ihr auf jeden Fall diesen Splitter. Wie gesagt, der ist dabei. Wenn ihr jetzt wirklich an der Konsole anschließt, nehmt ihr einfach die Kombibuchse. Da braucht ihr diesen Splitter nicht.
Aber ihr müsst auf jeden Fall nichts extra kaufen. Irgendwie eine Kabelverlängerung oder den Splitter oder ähnliches, das passt dann schon. Und jetzt werde ich diese ganze Geschichte wieder ungefiltert an meinen PC anschließen, direkt über den Splitter, damit ihr auch mal die Soundqualität von dem Mikro hört. Weil die Lautsprecher, das ist immer sehr subjektiv. Ich möchte jetzt einfach nur wirklich das Mikrofon testen. Ich kann euch aber sagen, ich hatte es getestet. Ich hatte sogar einen Kollegen hier, der hat es auch noch getestet, als er mit mir gezockt hat. Der sagt, das Ding ist völlig okay. Es hat auch Surround Sound. Und jetzt machen wir erstmal die Tonaufnahme für das Mikrofon. Ihr habt da jetzt die originale Soundqualität. Ich habe es direkt an der Front vom PC angeschlossen. Das geht einfach über die Soundkarte von dem Mainboard. Das wird jetzt in OBS eingespeist und jetzt hört ihr einfach nur die Qualität des reinen Mikrofons. Ich blende euch hier noch ein paar Shots ein, dass ihr ein paar Nahaufnahmen habt. Einfach nur, dass ich auch ein bisschen Bildmaterial habe, weil ich ja hier, wie gesagt, einfach nur Sound aufnehme. Und ich denke, das geht ganz gut klar. Ist auf jeden Fall fürs Online-Gamen völlig ausreichend und es ist auch nicht so kratzig, wie es bei den vielen anderen Headsets ist. Und ich muss wirklich sagen, die Mikroqualität finde ich persönlich ziemlich gut. Für ein Headset in der Preisklasse ist das ordentlich. Es gibt Headsets, die kosten 200 Euro aufwärts und die haben nicht so eine gute Tonqualität, was das Mikro angeht. Ich finde das schon deutlich besser als das, was die meisten auch haben in irgendwelchen Online-Games. Ihr kennt das ja, ihr spielt irgendwie Overwatch oder so, also ich spiele jetzt Overwatch in meinem Fall. Und dann habt ihr diese kratzigen Mikros da drin, da ist das schon echt geil. Auch wenn ihr mit euren Leuten irgendwo im Call sitzt, in Discord, in Teamspeak, wo auch immer, teilweise sogar Skype, habe ich auch schon gesehen, dass Leute noch über Skype spielen. Aber dafür finde ich die Mikroquali echt gut. Und wie gesagt, wenn das Mikro mal irgendwie kaputt gehen sollte, keine Ahnung, habt ihr einen Cola reingetunkt oder was, einfach rausziehen, neues bestellen bei Shakun, wieder reinpacken, fertig. Was ich noch vergessen hatte, hier ist noch so ein Stickerbogen mit dabei. Das legt Shakun tatsächlich öfters bei Headsets bei oder auch bei Gehäusen, habe ich das auch schon gesehen. Ich mache jetzt einen auf Held der Steine, ich werde das nicht anbringen, ist ja klar. Also ich finde das Headset soweit ganz okay. Eine Sache hätte ich noch, die vielleicht nicht allen gefallen wird, das Gewicht, weil das Teil wiegt über 340 Gramm. Das ist schon eine ganze Menge. Liegt natürlich auch daran, weil wir viel Metall haben hier außen und den Bügel und so weiter und viel auch von dem Kunstleder. Das müsst ihr selber für euch entscheiden. Am besten geht ihr vielleicht einfach in den Laden, wenn es da ausgestellt ist, setzt es mal auf den Kopf und guckt, ob ihr das auf Dauer wirklich so tragen könnt. Es ist jetzt nicht übel schwer, aber es gibt noch leichtere Headsets auf dem Markt, die sind dann meistens auch wieder ein bisschen teurer. Das müsst ihr aber selber entscheiden. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich vielleicht noch hätte erwähnen sollen. Vielleicht, dass hier oben noch irgendwie Kunstleder ist, aber das sieht man ja, denke ich. Und bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.